Hallo Freunde, willkommen zurück im Webendorf. Nachdem ich jetzt mal endlich das Feld erfolgreich gedroschen habe, Mission erfüllt, Geld gekriegt, machen wir nächste jetzt. Hier können wir grubbern. Mal schauen, wie viel Zeit wir noch haben. Nee, egal, grubbern können wir immer. Feld 21. Ich nehme jetzt die Geräte mit, weil so einen großen Gruppe habe ich nicht. Ist die Frage, ob ich mit dem Ding zum Feld komme. Also sehe ich Maschinen, die sollten nicht erlaubt sein. Aber ich weiß nicht, ob man das ausschalten kann, weil diese große Maschine, breite Maschine, passt doch gar nicht über den Weg. Also mit Autodrive kann man es vergessen auf jeden Fall, der bleibt man hier im Baum hängen. Ja, ich bin kein Mobber, wie gesagt, ich weiß nicht, ob man das ausschalten kann, ausschließen kann. Autodrive ausmachen, weil das macht mich gerade nervös. Irgendwie komme ich mit der Lenkung gar nicht klar. Da sind mir zu viele Räder drin. Oder zu viele Reifen. Wie auch immer. So, ich muss jetzt selber fahren. Das heißt, ich muss erstmal gucken, wohin muss. Wir brauchen die ganze Straßenbreite. Feld 21. Das ist das, was ich gedroschen habe. Also ich kann da raus. Einfach hoch. Schauen wir mal, wo wir das hinbekommen. Und warum mich der KI-Verkehr ablässt. Noch ist mir keiner entgegengekommen, noch funktioniert es. Den Bäumen ist das schwierig, da sieht man nichts hier. Jetzt sollte uns keiner entgegenkommen.
Also ich bin scheinbar auf der richtigen Straße. Solange ich auf der Straße bleibe. Also sowas Breites werde ich mir nicht zulegen, weil ich mache das hier nur wegen Mission, sonst macht das keinen Spaß. Ist viel zu breit für diese Straßen. Müsst ihr vor und hinter noch einen Begleitwagen haben? Mindestens vorher. So, hier ist. Ich sehe nichts durch die Bäume. Es ist schön, ja, es ist schön immer mit dem Baum. Ich will nichts sagen, aber ich sehe nichts beim Autofahren. So sieht man mehr. Dann sehe ich nicht, ob ich links oder rechts hängen bleibe. Am 3. September ein Spiel ist, rechnet. Ist der 9. September realen Leben, hier rechnet es genauso. Interessant. Tempo mal auf 40 Stundenkilometer ist. Ne? Ist mutig, oder? Aber ich kann nicht ganz mit meinem Finger auf der Taste bleiben. Hier wird tut der Finger weh. Ich bin da oben. Bin falsch, oder? Nee, ganz geradeaus. Grün und dann bin ich richtig. Okay. Sie ist ja gar nicht mehr so weit. So, hier links ist das große Feld. Da sieht man nichts. Da sieht man nichts. So, runter damit. Und jetzt lass mal Helfer arbeiten, mal gucken, was er macht für den Winkel. Eine kleine gerade Linie macht, wäre das nicht schlecht.
Und das, was fehlt, da diese Kante, die kann ich hinterher so von Hand ausgleichen. Da reicht ein kleiner Grubber. Vielleicht sollte ich mit dem Trecker einen kleinen Grubber kommen, um diese kleinen Dinge auszusetzen. Nebenbei. Schauen wir mal. Fragt sich, wo ich einen Grubber habe. Da vorne drin. Ich habe noch keine schönen Durchfahrer gesehen. Ich sehe jetzt keine, die aussieht. Da ist kein Grubber. Du bist ein Grubber. Du bist ein Grubber. Okay. Du bist stärker, dann machst du das. Also der Hof ist schön gemacht. Kann der Mapper nichts zu, dass ich nicht Auto fahren kann, dass mir das alles zu eng ist. Wenn dann nicht jeden zweiten Stempel vom Mac lassen können. Träger muss das sein. Gut, der Winkel passt doch jetzt auch schon wieder nicht mehr. Und ich sitze nicht mal drin im Auto. Wie schön sind dann Durchwahlen, wo ich eine Seite einfach reinfahren kann, hinten rein, vorne raus. Wäre doch toll. Da kann ich den noch zuklappen? Den kann ich nicht zuklappen. Okay. Muss ich gucken, dass ich rauskomme, ohne hängen zu bleiben. Es ist etwas eng geplant. So, der muss jetzt zum Feld 21. Und der das besser kann als ich, lassen wir ihn fahren. Der ist schon weiter. Das funktioniert recht gut hier oben. Da ist die Kante schon. Also vielleicht nur vorne die Kante. Hier ist er bis an die Seite dran. Das ist schon mal sehr gut. Also er macht gute Arbeit. Wie ich es gegen sagen so. Hervorragend. Ja gut, mit meinem Kleinen würde ich da auch nicht fertig. Bestimmt nicht in der Zeit, die der Arbeitgeber sich wünscht. Meine Felder sind soweit fertig, die sind angesät. Die sind gegrubbert. Da ist noch nichts angesät. Da habe ich angesät. Da ist Weizen angesät. Und auf dem, ich habe drei Felder hier unten ist noch eins. Da ist auch Weizen drauf. Ich habe keine Ahnung, warum ich da keinen mache. Keine Ahnung. Ich habe mir gedacht, ich mache irgendwas, was ich schneller wieder kriege. Ich habe keine Ahnung.
Schauen wir mal, vielleicht irgendwas in dieser Gegend. So, hier dreht er jetzt. Klar, die Ecke kann er nicht. Dafür brauche ich dann meinen kleinen. Entschuldigung, das war nicht. Das war ich. Aber interessant, dass das Ding nicht zusammenklappen kann. Ist das noch die gerade mögliche Breite? Ich habe keine Ahnung, wie breit so ein Auto oder Anhänger sein darf. Ich besitze keinen Führerschein, also das erklärt auch meine Fahrweise im LS. Ich habe noch nie einen Führerschein besessen, nie ein Auto gefahren. Nee, fast nicht gesehen. Der Auto, die Autodrive gefahren wäre, ich wäre dran vorbeigefahren. Warum bekomme ich hier ein anderes Bild als in dem großen? So, dann haben wir hier die erste Aufgabe schon fast erledigt. Wo ich das nebenbei machen kann mit dem Großen und dem Kleinen, bin ich auch schneller fertig. Und so 40.000 wieder dazu wäre nicht schlecht. Ich würde mich auf jeden Fall den kleinen Traktor austauschen gegen was Stärkeres. Nein, ich spare ich auf den Drescher, der kostet mal 500.000, das dauert noch ein bisschen, bis sich das lohnt. Ja, der Breite, der kriegt schon einiges weg. So, das was hier noch richtig geringfügig, das lassen wir mal. Wir fahren einfach weiter. Und schauen, was der große Drescher stehen lassen hat oder liegen gelassen hat, wie man es auch will. So, in den Tempomat reingehauen und gucken, was er macht. Wie weit sind wir denn jetzt da? Da hat er doch fertig. Warum pingst du den nochmal an?
Hebst du das Ding nicht an? Warum nicht? Ach, im Helfer drin. Okay. Lass ich ihn dran. Mit zweite Mal gekrubbert, auch nicht schlimm. Ich glaube nicht, dass das irgendwas ausmacht für den Arbeitgeber. Schön wäre es jetzt, wenn ich den Winkel auch machen könnte. Dann könnte ich mit dem einfach vorsorglich die Kante hier wegmachen. Scheint so zu sein, dass das funktioniert. Das wäre genial. Dann lässt er mich schon mal weniger stehen. Unten muss ich dann auch noch machen. Ihr seht, es ist noch viel zu tun. Also vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst ein Däumchen da, wenn es gefallen hat. Bleibt gesund und wie gewohnt. Bis zum nächsten Mal.